einen wunderschönen guten Tag bzw. Mittag hier aus Rhein-Dürkheim. Ja, bestes Wetter, nicht allzu warm und wir haben eine ruhige Nacht verbracht. Da hinten sehen wir Worms, da müssen wir gleich hin. Da hinten sehen wir Rhein-Dürkheim, leider Strand durch, aufgrund der Schweinepest. Leider der Strand aufgrund der Schweinepest gesperrt. Von daher, da kamen gestern zwar ein paar Leute her, ne, aber wenn es halt gesperrt ist, dann ist es gesperrt. Da halten wir uns dann dran und dann gehen wir da auch nicht rein. Heute Morgen meinte auch jemand, ach, kannst du ruhig hingehen, die wollen nur, dass die Hunde eingeleint sind. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu, manche die ganze Zeit da an der Leine zu halten. Von daher haben wir noch einen schönen Strand etwas weiter. Da fahren wir gleich hin. So, Leute, da haben wir wieder einen ganzen Tag die Wärme ausgesessen. Bestes Wetter hier am Rhein. Aber hier zog immer so ein frischer Wind durch, nur zum Laufen für die Maus. In der Sonne war es zu warm. Wir haben es jetzt schon 18 Uhr 45. Und ich habe gerade, habe ich mal gegoogelt, weil mir vorhin jemand sagte, Schweinepest, das ist nicht nur hier, das geht bis Ludwigshafen. Und wir müssen bis Ludwigshafen. In Ludwigshafen, Ortseingang, machen wir einen Knick, damit wir nicht durch die BASF-Stadt müssen. Da geht es über Oggersheim. Und aber Oggersheim, da können wir an einem schönen See stehen, weil komplette Rhein von Mainz-Oppenheim runter bis nach Ludwigshafen, überall afrikanische Schweinegrippe-Zone. 26,3 Kilometer. Dort ist der See zu finden. Dann wollen wir mal schauen, dass wir da heute Abend noch hinkommen, bevor die Sonne untergeht. Ein wunderschöner Blick noch hier den Rhein entlang Richtung Worms. Jetzt müssen wir mal schauen. Dich müssen wir gleich mal kurz an die Leine nehmen. Boah, hier riecht es nach Grillfleisch. Hier riecht es nach Grillfleisch. Oh nein. Da würde ich jetzt am liebsten wieder Pause machen. Warte mal, Mäuschen, du musst nicht rein. Du kannst noch ein bisschen laufen. Ich muss noch einmal das Ladegerät anklemmen. Wir fahren und laden jetzt gleichzeitig. Fahren. Laden mit 5 Ampere nachladen während der Fahrt. Ah, ist wieder so herrlich, so in den Sonnenuntergang reinfahren. 7:15 haben wir es jetzt. Und wir sind jetzt gleich in Worms. Und dann schauen wir mal, was da ergibt. Da ist auch eine Vollsperrung, eine Dauerbaustelle jetzt schon irgendwie seit einem Jahr. Es geht noch bis ins nächste Jahr rein. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir da durchkommen. Wir lassen uns überraschen. So, da geht's schon los. Da geradeaus über die Straße hätten wir gemusst. Und ja, Umleitung. Mäuschen, warte, mal zurück. Umleitung hier lang. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Es ist Frühjahr 26. B9. Jo, einfach mal kurz Bundesstraße fahren. Sehr schön links die Brücke. Worms. Worms, Worms, Worms. Da haben wir Glück gehabt. Da, wo wir jetzt gerade lang gefahren sind, die letzten paar hundert Meter, da wird gerade die Kirmes aufgebaut. Und da wird mit Sicherheit die nächsten Tage mehr los sein. Aber wir sind ganz gut durchgekommen. Jetzt dieses letzte Stück hier aus Worms raus ist eigentlich sehr entspannt.
Hier ist dann die schöne Gegend von Worms, kleiner Yachthafen. Und das war es jetzt auch schon mit Worms. Gleich sind wir wieder auf einem richtig schönen Radweg unterwegs. Und dann geht's stramm auf Ludwigshafen zu. Ludwigshafen Innenstadt. Ganz, ganz, ganz üble Straßen. Also so selten so schlechte Straßen erlebt. Ja, seht, jetzt haben wir einen schönen, richtig schönen Radweg wieder. Da können wir ein paar Kilometer wieder machen. Ich bekomme ja auch schon wieder einige Mücken ins Gesicht. Das heißt, ich muss mal gleich die Klappe vorne am Camper, muss ich gleich mal schließen. Sonst bin ich heute Abend wieder eine Stunde am Mückenjagen. Ja, hier komischerweise Worms. Ich habe es gegoogelt. Hier ist auch diese Schweinepest. Aber hier hängen komischerweise keine Schilder. Ja, geht mal ruhig an die Seite. Ui, auch nicht ganz nüchtern. Moin Männers! So, das war dann Worms. Und da hinten vor uns, da sehen wir schon Ludwigshafen, BASF. Na, seid ihr schon auf dem Weg in den Süden? Macht keinen Scheiß, wartet noch ein bisschen. Soll ja noch schön werden, nächste Woche. Auch noch mal richtig schön, war hinter uns schön, die Sonne untergeht. Ja, 20.10 Uhr, 20.30 Uhr soll sie weg sein. Wir müssen mal schauen, 11 Kilometer sind es noch. Ich könnte auch gleich mal schauen. Aber nirgendwo hier Schilder bezüglich der Schweinepest, ne? Komisch. Schaut die Sonne rechts. Ah, ich liebe Sonnenuntergänge. Da freue ich mich auch wieder drauf am Mittelmeer. Das waren auch mal ganz besondere Sonnenuntergänge da im Januar, Februar. Der ganze Himmel am Glühen. Da freue ich mich drauf. Wow, alles voller Gänse hier. Schaut mal. So herrlich, ne? Stehen sie da. Ich will nicht hoffen, dass sie sich schon treffen für den Rückflug. So, dann haben wir hier BASF. Das ist schon eine kleine Stadt für sich, was hier gebaut wurde. Aber auch ganz großer Abbau. Produktion wird verlagert aus Deutschland raus. Anlagen werden versteigert, teilweise für ein Apfel und Ei. An dem See, wo ich jetzt, den See, den ich jetzt noch erreichen möchte, habe ich schon mal gestanden. Zwei Tage, starker Sturm, konnten wir nicht fahren, Regenwetter. Und in zwei Tagen habe ich bestimmt mit 20 BASF-Mitarbeitern gesprochen.
Weil eigentlich jeder hier in der Region bei BASF arbeitet und die waren alle nur mit dem Kopf am Schütteln, was da jetzt gerade passiert. Naja, Themawechsel. Die Sonne geht gleich unter. Welche Spielweite haben wir es noch? 5,5 Kilometer. Das schaffen wir. Was? Ich? Der meinte jetzt aber nicht mich, ne? So, jetzt sind wir in Ludwigshafen reingefahren. Aber zum Glück verlassen wir Ludwigshafen jetzt gleich sofort wieder. Wir fahren hier direkt am Eingang, Ortseingang, einmal diese Straße entlang. Und am Ende der Straße sind wir dann schon in einem Ludwigshafener Vorort. Und dann haben wir auch schon fast den See erreicht. Ja, wie gesagt, man ist relativ schnell wieder aus Ludwigshafen raus, wenn man reinfährt und sofort sich rechts hält. Und ja, das ist auch gut so. Und wenn wir Ludwigshafener hier als Zuschauer haben, die werden das bestätigen können, dass die Straßen jetzt nun wirklich nicht die besten sind. Aber nun, dann fährt man halt außen rum. Wir fahren jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt gleich den See vor uns und fahren jetzt quasi über Oggersheim. Zwiebeln, haben wir noch vernünftige Größen dabei? Nicht wirklich. Da war der Bauer ein bisschen geizig und hat alles mitgenommen. Du, 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 du. Wie gesagt, morgen warmer Tag, übermorgen war ein heißer Tag. Und von daher schauen wir jetzt einfach mal, wie das an dem See da morgen ist. Ob wir dann eventuell 2 Tage hier bleiben. Hier ist ja offensichtlich keine Schweinepest, die irgendwelche Einschränkungen uns irgendwelche Einschränkungen raushaut. Von daher schauen wir einfach mal, ne? So, dann haben wir den See erreicht. Da hinten sehen wir noch ein bisschen BASF. Da in die Richtung ist Oggersheim. Und schaut. Hier haben wir nämlich einen direkten Zugang zum See. Und das ist doch schön, wenn es jetzt wirklich, ja, morgen wird es 28 Grad. Wir schauen einfach mal. Das ist auf jeden Fall erstmal der Platz für unsere Nacht. Was willst du? Du bist auf 180 noch. Du musst müde sein. Du bist gelaufen. Nein, wir können nicht mehr toben. Du kannst doch jetzt nicht mehr toben. Du bist schon wieder so viel gelaufen heute. Ja, du bist so gut drauf, ne? Du bist für eine alte Oma bist du so gut drauf, ne? Für eine alte Oma bist du so gut drauf, ne? So freust du dich. Dann würde ich sagen, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier aus Oggersheim. Da hinten seht ihr, einen Kastanienbaum. Und hinter dem Kastanienbaum seht ihr die BASF-Stadt Ludwigshafen. Wie ich gestern schon erzählt habe, haben wir den großen Bogen um Ludwigshafen gemacht, um die schrecklichen Straßen dort nicht fahren zu müssen durch die Stadt. Deswegen fahren wir hier über Oggersheim, Mutterstadt, auch ein Stück an Speyer dran vorbei, um dann letztendlich Richtung Germersheim zu fahren und dort dann wieder an den Rhein zu gelangen. Ja, schaut, super schöner Platz hier. Wir hatten eine mega ruhige Nacht. Das ist hier ein Weg, der ist für Fahrzeuge verboten,
reiner Radweg und ja, schaut. Du liegst schon wieder im Schatten. So warm ist es doch noch gar nicht, Mäuschen. Du willst nur hier nochmal in meiner Nähe sein, ne? Du könntest ja was verpassen, ne? Ja? Sag mal hallo. Sag mal hallo, liebe Zuschauer. Ich bin die Antje. Ich bin der beste Reisehund der Welt. Fein. Ganz brav bist du, ne? Bist noch nicht so gesprächig, ne? Okay. Ja, schaut. Heute soll es 28 Grad werden. Das war der Grund, warum wir uns gestern diesen See ausgesucht hatten. Ich kannte ihn. Und nicht nur heute 28 Grad, morgen soll es 30 Grad werden. Und wie ihr seht, haben wir hier direkten Zugang zum Wasser. Was das super klar ist, wenn ihr mal schaut. Ne, und das ist dann doch, gerade wenn es so warm ist, kann man hier mal kurz reinspringen, kurze Erfrischung holen und dann, ja, dann haben wir hier direkt unseren Fahrradwohnwagen und bessere Plätze kann man bei so einem Wetter doch nicht haben. Ne? Hallo? Ja. So, da haben wir Besuch. Da müssen wir jetzt mal einmal ganz kurz stoppen. Ja, ich werde gleich mal einmal kurz den Hinterrad. Den Reifen hinten wechseln, wenn ihr mal schaut. Das ist der Marathon Plus. Das Blaue, was ihr da seht, ist das Plus, was normalerweise im Reifen zu finden ist. Von daher wird es da Zeit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass er nicht mehr lange hält. Das machen wir gleich mal und dann sind wir gleich wieder da. So, wie gesagt, hier seht ihr, da seht ihr das Plus des Schwalbe Marathon Plus. Ich bin richtig schockiert. Ich bin jetzt insgesamt 11.000 Kilometer mit dem Bike gefahren und ich muss sagen, das ist jetzt erst der zweite Reifen, den ich glatt gefahren habe. Das ist doch unfassbar, oder nicht? Und der erste war auch schon so glatt gefahren, von daher wusste ich jetzt, dass es gut geht. Aber irgendwann ist auch mal ein Punkt erreicht, wo man dann letztendlich wechseln sollte. Hier ist es noch überall relativ gerade, keine Steigung, aber das Problem ist halt, wenn ich mit dem Reifen in eine Steigung reinfahre und die ist auch noch ein bisschen nass, feucht, na, dann dreht es natürlich durch. Und vor uns in Frankreich haben wir halt so ein, zwei Stellen, wo das halt der Fall ist, ne? Und da kann ich so auf keinen Fall anfahren. Und bevor uns der Reifen irgendwann platzt. Ich verstehe nur noch Spanisch. Da sind auch immerhin fast 5 Bar drauf. Ja, der Schwalbe Marathon Plus hat von Werk ab nicht wirklich viel Profil. Ich hätte aber ganz gerne, weil das halt das einzige Antriebsrad ist. Und wenn der Motor mit seinen 160 Newtonmeter packt, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das ordentlich schiebt auf dem Reifen. Und jetzt wollte ich ganz gerne einen Reifen haben mit etwas mehr Profil. Das Problem ist, wenn ihr hier seht, an dem Schutzblech, da ist nicht wirklich viel Platz für einen grobstolligen Reifen. Also muss ich bei 26 mal 1,75 muss ich bleiben. Und da habe ich jetzt durch Zufall ein Schwalbe Marathon Plus Tour gefunden. Also denselben Sicherheitsstandard und plattbar und ja, halt mit grobem Profil. Den hole ich jetzt mal ganz kurz raus und zeige ich euch den gleich mal. So, hier oben drin haben wir dann einen Ersatzreifen liegen. Hier haben wir auch schon den gesuchten. Boah. Da liegen noch ein, zwei andere Sachen drin. Komm raus, du. Da hast du gleich verloren. Ja, sowas muss man halt immer dabei haben. Am Anfang war ich so blauäugig und bin ohne Ersatzreifen losgefahren. Aber früher oder später hat man
hat man ein Problem. Und wenn man dann irgendwo unterwegs ist und man muss, was haben wir denn hier alles? Wenn man dann irgendwo unterwegs ist, man muss dann Radladen suchen in der Hoffnung, dass er dann auch den passenden Reifen hat. Ist das nicht so schlau, ne? So, jetzt hat er verloren hier. Der olle Reifen. Antje, hier bleiben. Die ist ganz lieb. Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Ja. So, dann haben wir hier den Schwalbe. Unplattbar, Flatless, Schwalbe, Marathon plus Tour. Wie gesagt, auch diesen blauen Innenschutz. Und hier sieht man halt, ne, der hat halt ein richtig gutes Profil und ist halt ein 26x1.75. Hat die gleiche Größe wie der jetzt hier. Und von daher wollen wir mal sehen, dass wir den mal... Hier sieht man auch Protection Smart Guard. Schwalbe Protection 7, also höchste Klasse, was geht. Und ich bin jetzt halt echt froh, dass ich diesen Schwalbe Marathon Plus Tour gefunden habe, der für mich jetzt ein ordentlich akzeptables Profil hat. Ja, bauen wir mal drauf, wollen wir mal sehen, dass wir das mal hinkriegen hier mit der Rohlauf und alles. Und ja, melde ich mich gleich wieder. Einmal sauber machen. Das Ritzel sauber gemacht, aber ich muss auch wirklich, ich nutze jetzt seit ungefähr einem Jahr, nutze ich Kettenwachs und das kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr mal seht, das hier ist jetzt das Tuch, da habe ich jetzt das komplette Rad mit sauber gemacht und da ist fast nichts an Rückständen dran. Ich blende das hier mal ein, das Squirt-Wachs nehme ich. Ja, das kann auch so regelmäßig aufgetragen werden. Normalerweise sollte man die Kette, wenn man es das erste Mal nutzt, in Bremsenreiniger einlegen, komplett die Kette entfetten und dann mit dem Wachs einschmieren. Aber ich habe... Nee, Mäuschen, du bleibst mal zurück. Geh mal in den Schatten jetzt, komm. Ich habe das einfach auf die bereits genutzte und gefettete Kette aufgetragen und ich muss wirklich sagen, ich bin sowas von begeistert. Da ist nichts großartig an Dreck, was Öl irgendwie anzieht, ist da zu finden. Und deswegen, also ich bin echt wirklich der Überzeugung, einmal gewachst. So, dann wollen wir mal sehen, dass wir eben unser Abziehwerkzeug finden, dass wir den alten runterkriegen. Wie gesagt, schon krass, wie weit der abgefahren ist. So, dann haben wir hier noch eine Änderung. Und zwar wechsle ich den Schlauch jetzt auch. Der ist zwar noch okay, aber den lege ich mir als Ersatzschlauch an die Seite. Es gibt hier nämlich, wenn ihr hier mal seht, das ist der Schwalbe R Plus. In 26 Zoll mit dem passenden französischen Ventil, wie ich es habe. Und zwar der R Plus, der ist doppelt so dick wie der normale 26er Schwalbeschlauch, ne, und soll halt absolut druckstabil sein. Den wollte ich mal ausprobieren. Den habe ich mir, da habe ich auch noch drei Ersatzschläuche gekauft für die Reifen vom Camper, weil ich muss da schon alle 5, 6, 7 Tage muss ich schon mindestens ein halbes Bar nachfüllen. Und das soll halt bei diesen Schwalbe R Plus nicht mehr der Fall sein. Ne, man merkt aber schon, ne, wenn man den auspackt und wenn man sich das anschaut, ne, das ist schon eine ganz andere Stärke. Und da kann man sich gleich gut vorstellen, dass der auf jeden Fall den Druck besser hält. Ne? Probieren wir einfach mal aus. Ist natürlich doppelt so schwer auch. Ist natürlich nichts für die Gewichtsfetischisten unter euch. Aber in meinem Fall, da machen diese paar Gramm auch nichts aus. Wir probieren dann einfach mal aus. Und ja, dann werde ich nochmal berichten in ein paar Wochen, ob der wirklich so druckstabil ist. Ja, das geht wirklich
Geht wirklich einfacher wie mit diesen Dingern, die ich da vorher hatte. Von daher hat sich das schon wieder gelohnt. So, 26er. Ja, da merkt man auch schon den Unterschied. Allein wenn man die Dinger nebeneinander liegen hat, das ist schon eine ganz andere Nummer. Ich hoffe, dass ich den so schön aufgezogen bekomme, aber ich denke mal schon. So, dann legen wir einmal den neuen Reifen um die Felge. Hier müssen wir darauf achten, der Reifen, der ist laufrichtungsgebunden. Das sieht man am Profilverlauf. Aber es sind auch immer Pfeile drauf. So, hier kommen jetzt die neuen Aufzieher ins Spiel. Ja, das ging doch schon ganz gut. Also top, Schwalbe, Reifenaufzieher. Kann man empfehlen. So, dann ist der Reifen drauf. Dann müssen wir eben einmal darauf achten, dass der vernünftig auf der Felge sitzt. Dann können wir schon Druck drauf geben. Sage und schreibe 5 Bar. Na, und wenn ihr seht, der hat doch schon ein ordentliches Profil als der normale Schwalbe Marathon Plus. Da bin ich mal gespannt, ob man das vom Fahrgefühl so ein bisschen spürt. Auf jeden Fall wird man das spüren bei Steigung, wenn es nass ist, feuchten Untergrund. Und er passt. Schleift nicht. Neuer Schlauch, neues Glück, neuer Reifen. Hervorragend. Das sieht doch schon wieder ganz anders aus, ne? Und ich werde mir jetzt mal die jetzt gefahrene Kilometerzahl. Wir sind übrigens gestern, ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind gestern auf den Punkt genau hier mit 8004 Kilometer angekommen. Insgesamt jetzt 8000 Kilometer gefahren. Mit unserem Fahrradwohnwagen von Deutschland nach Frankreich, nach Deutschland zurück, nochmal nach Frankreich zurück, wieder nach Deutschland, kurz nach Hause. Und jetzt stehen wir hier. Ja, nee, gutes Gefühl, jetzt den neuen Reifen drauf zu haben. Passt auch super drunter, ist auch so das Maximum, was an Profil unter dieses Original Schutzblech passt. Ihr seht das hier, ja, das ist haarscharf. Bin mal gespannt, wenn das Hinterrad, wenn das einfedert, ob das immer noch so passt. Ansonsten, wenn es schleift, alles was schleift, schleift auch weg. Schauen wir mal. Ja, wir werden jetzt mal schauen, ein bisschen Video schneiden heute. Ich werde gleich mal ins Wasser gehen und dann gucken wir mal ganz einfach, was der Tag so bringt, ne? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Oggersheim. Ja, wir haben 2 Tage hier an dem See verbracht, mussten wieder mal 30 Grad Temperaturen aussitzen. Wir wollten dann eigentlich gestern am Sonntag losfahren, aber da ich mit meinen Videos ein bisschen hinten an bin und weil ich zu viel Material habe und zu wenig Speicherkarten, haben wir den gestrigen Tag noch mal genutzt, um einfach das neue Video zu schneiden. Ja, die Maus hat sich schon wieder in den Schatten gelegt. Heute sind Temperaturen nur bis 24 Grad angesagt. Ob so sein wird, werden wir sehen. Wir werden jetzt gleich mal losdüsen. Wir werden noch einmal kurz im Netto fahren, der da hinten mehr oder weniger um die Ecke liegt. Und ja, dann schauen wir ganz einfach mal, dass wir heute am Montag so weit wie möglich kommen, weil morgen soll es schon wieder 28 Grad werden und übermorgen soll es 30, 31, 32 Grad werden.
Was heißt, wir werden uns wieder irgendwie einen schönen See suchen und da dann die Hitze ein bisschen aussetzen, ein bisschen baden und ein bisschen neues Video schneiden. Wir kriegen die Zeit immer ganz gut rum. Wie man jetzt hier auch gesehen hat. Wir fahren gleich aber in diese Richtung Mutterstadt und dann einen etwas weiteren Bogen um Speyer, um dann letztendlich in Germersheim wieder am Rhein anzukommen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was unterwegs so passiert. So, einmal ein paar Sachen verstauen. Hier haben wir schön unsere Kompressor-Kühlbox von Vivo, die natürlich Gold wert ist bei diesen Temperaturen. Immer auf 5 Grad eingestellt, so dass wir immer schöne kühle Getränke haben. Hallo, hallo. Da muss ich mir noch mal was einfallen lassen, dass ich mal direkt da hinten ein Kabel reinlege, dass ich die auch während der Fahrt laufen lassen kann. Die ist halt, nein, du bleibst da, nicht dahin rennen. Super. Subi, auf geht's. So, Oggersheim. Das war's dann. Ganz, ganz liebe Grüße nochmal an die vielen netten Menschen, die man hier getroffen hat. Auch ganz liebe Grüße an die vielen neuen Abonnenten, die man immer wieder dazu gewinnt, wenn man an so einem Platz steht. Und ja, Interesse ist natürlich immer groß und dementsprechend entstehen da auch immer neue Abonnenten raus, was mich immer sehr freut. Ja, hier könnt ihr nochmal euren eigenen See im Video sehen. Jetzt geht's gleich durch die Stadt. Stadt auswärts. Ja, nicht wirklich sehenswert. Da werde ich nicht so viel filmen über Mutterstadt. Dann schauen wir einfach mal. Hier an dieser Stelle haben wir fast vor einem Jahr gestanden, aber da nicht aufgrund heißen Wetters, sondern da war es halt 2 Tage sehr stürmisch und da konnten wir nicht fahren oder wollten nicht fahren bei Sturm und Regen. Und dann haben wir hier schön gestanden. Ja, wirklich ein schönes Plätzchen habt ihr hier. So, jetzt fahren wir einmal kurz ein Stückchen weiter. Da rechts hinten sehen wir schon den Netto. Ein bisschen Wasser kaufen, Joghurt, ein bisschen Milch und dann geht's weiter. So, ein letzter Blick links. Unseren Traumgarten der letzten 2 Tage. Ja, jetzt geht's nach Oggersheim rein. Durch Oggersheim durch. Mutterstadt. Dann schauen wir mal. Boah, bin ich mal froh, wenn ich aus diesen Städten raus bin. Ne? Jetzt mussten wir komplett durch Oggersheim durch. Ah, schrecklich. Die Straßen da auch. Unter aller Sau. Und das ist dann richtig eine Wohltat, wenn man dann auf einmal an so einem schönen, ja, ist ja schön, ist der Weg auch nicht. Könnte besser sein, aber trotzdem diese Ruhe hier alleine. Herrlich. Boah.
Ja, ist immer wieder schön, ne? Gerade aus der Stadt raus, ne? Und schon hat man wunderschönes Grün zurück. Lässt sich schön fahren hier. Temperatur, was haben wir gerade? Ja, man ist gerade 21 Grad. Hinten im Camper ebenfalls, durch den schönen Durchzug. Ja, gerade eine kleine Steigung gehabt. Was sich natürlich auch richtig gut anfühlt, ist, dass man jetzt wieder ein Antriebsrad hat mit Profil. Und man nicht nur auf dem Plus des Marathon Plus fahren muss. Hallo. Ja, danke. Ui, wenn wir jetzt Ende des Tages hätten, dann hätte ich kurz die kleine Dusche da wahrgenommen. Was bauen die hier denn an? Ananas oder was? Nee, ne? Weiß jemand von euch, was das ist? Porree müsste das sein, ne? Oder? Mäuschen aus dem Dreck da raus, komm. Ui, da hinten, was haben wir da denn? Da geht es ja schon ein bisschen bergiger zu. Da muss ich gleich mal schauen, was das ist. Was haben wir da denn? Was haben wir da denn? Forst an der Weinstraße. Ah, okay. Bad Dürkheim. Wachenheim an der Weinstraße. Ah, okay. Tschüss, Mutterstadt. Ja, herrlich, bestes Wetter, 21 Grad, strahlender Sonnenschein. Der Speicher, mein Solarspeicher ist schon seit heute Morgen 10:30 voll. Deswegen fahre ich jetzt gerade die Batterie für den Motor hier vorne und lade sie gleichzeitig. Das heißt, wir haben jetzt momentan einen Verbrauch von 330 Watt. Jetzt muss ich mal schauen. Wo bin ich hier? Rechts, links? Da muss ich mal schauen. Hier sollen wir langfahren müssen. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich wieder. Und da vorne ist ein Durchfahrtsverbotsschild. Hoffentlich nur für Autos. Luigi, da war Luigi. Luigi mit seiner Dreikantpfeile. Der ist ja noch kleiner wie ich. So, und dann haben wir schon wieder Schweinepestgebiet. Schifferstadt. Wir sind in Schifferstadt. So, das war Schifferstadt. Jetzt hier von Schifferstadt fahren wir jetzt. Da ist ein riesiges Waldgebiet jetzt. Das durchkreuzen wir jetzt noch ein Stückchen. Und hinterm Waldgebiet geht es dann sofort rechts ab. Und so gehen wir dann Speyer aus dem Weg. Ja, und dann hinter Speyer haben wir Römerberg und hinter Römerberg haben wir Germersheim. Und Germersheim bedeutet, wir haben den Rhein zurück. Grüße gehen raus an meine Germersheimer Zuschauer.
Derjenige, der gemeint ist, der weiß ganz genau. Der weiß ganz genau, wen ich jetzt meine. Ich sag nur Tesla. Ich bin wieder im Anflug. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir uns jetzt irgendwie durch Zufall zum vierten Mal treffen. Ich bin ja jetzt schon mehrmals hin und zurück gefahren. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, mit diesem lieben Follower, jedes Mal, ich musste noch nicht mal in Germersheim Pause machen, ist egal wo ich war, ob ich weiter unterhalb am Rhein war. Jedes Mal, also ich einmal sogar in Lauterburg beim letzten Mal, ja, also jedes Mal habe ich ihn getroffen, durch Zufall. Dreimal durchgefahren, hin, zurück, hin und dreimal getroffen. Ja, genial. Von daher, man sieht sich immer viermal im Leben, oder wie heißt das so schön? Falls wir uns nicht treffen sollten, Grüße gehen raus, ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Also das sind immer die besten Schilder, ne? Das ist der Weg hier, wie gesagt, einigermaßen vernünftig geteert. Ab und zu Wurzeln drücken den Teer hoch. Anstatt dann dabei zu gehen, einfach mal diese Schäden zu reparieren. Nee, da ist es einfacher, einfach mal ein Schild hinzustellen mit Radwegschäden. Ist ja günstiger. Ne? Ein Schild machen ist ja günstiger, wie einmal eben kurz hier den Radweg erneuern. Mann. In Frankreich ist das so, wenn ich in Frankreich auf den Radwegen irgendwie lang fahre und da ist eine Stelle, sagen wir mal jetzt am Rhone-Kanal, hat man das ab und zu, dass irgendwelches Getier dann sich unter den Asphalt durchwühlt. Ne? Und da ist natürlich Luft unterm Asphalt, irgendwann sackt das ab. So, in Frankreich ist es so, da werden solche Stellen ganz deutlich mit Leuchtstift gekennzeichnet. Da wird so ein Halbkreis drum gemacht um die Stelle. So, und der Kanalservice, ne, der in ganz Frankreich unterwegs ist, der nimmt dann das Problem an und repariert das dann zeitnah. Die kommen da nicht auf eine Idee, ne? Hier ist schon wieder das nächste Schild. Radwegschäden. Ey, wenn ich sowas schon sehe, ne? Wenn ich sowas schon sehe. Hier rechts, alles voller Wurzeln. Mann. Unglaublich. Boah, nee, schrecklich, wirklich schrecklich, die Radwege in Deutschland. Kein Vergleich zu Frankreich. Bin so froh, wenn ich wieder da bin. Vorsicht, Mäuschen, Radwegschäden. Ne? Radwegschäden, musst du aufpassen. Fünftes Schild jetzt, Radwegschäden. Junge. Ja, die sind bekloppt, ne? Ja, sag mal, die sind bekloppt, ne? Stellen die Schilder auf. Radwegschäden, Mäuschen, hast du gesehen? Fünftes Schild. Du fragst dich auch, ne, bestimmt, ne? Wieso schon das fünfte Mal Radwegschäden? Und ich bin mir sicher, das war noch nicht das letzte Schild. So ein schöner Radweg eigentlich. Unglaublich. So, Geld für Ausbesserung der Radwege ist keins da. So, und schaut euch mal das Schild an. Jetzt ist noch nicht mal mehr Geld da für ein Schild, Vorsicht, Radwegschäden. So weit ist schon gekommen. Nicht mal mehr Geld für Warnschilder. Nee. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ne? Das Problem ist, ne, ich zeige euch das nachher mal. Ein Kollege von mir hat in meiner alten Heimat hat mir ein T-Eisen rechts und links an meinen Vorderbau schweißen müssen, weil ich eben nämlich bei Germersheim eigentlich ein relativ gut geteerter Weg, sieht nicht alt aus, ein Jahr vielleicht, ne? So, und genau der gleiche Mist wie hier. Eine Wurzel hat den Asphalt hochgedrückt. So, die Wurzel, ne, hat den Asphalt aber keine 3, 4, 5 Zentimeter hochgedrückt, sondern die Wurzel hat, ich glaube, 12, 13, 14 Zentimeter hat die Wurzel den Asphalt hochgedrückt. Und dann kommst du da in der Dämmerung angefahren, siehst das nicht und fährst da wie gegen so eine Wand. So, und da hat es mir am Camper hinten komplett den Vorderbau von der Kala Cargo bestimmt locker, ich will nicht sagen, aber so 7, 8 Zentimeter komplett bis an den Camper rangedrückt. Verbogen, ne? So, dadurch stimmte natürlich der Winkel nicht mehr. Dadurch ist wahrscheinlich auch der Steuersatz kaputt gegangen, weil das Lager war ja auch komplett hinüber.
ne? Weil der Winkel natürlich extrem schräg war. Lassen wir das, nicht drüber aufregen. Ich bin echt froh, wenn ich nachher den Rhein wieder hab. Reini, hab Geduld, wir sind im Anmarsch. Dudenhofen, ein kleines Örtchen. Irgendwie kommt hier jetzt so ein kleines Örtchen nach dem anderen. Nichts Besonderes. Sorry, liebe Dudenhofener. Das ist ja schön, da müssen wir mal anhalten. Kleine Kapelle. 1855, den Bau der Flurkapelle. Gemeinsam. Im typischen an die Neugotik angelehnten Stil der Zeit führte der Speyerer Maurermeister Adam Bernhards den Bau aus. Dem Adam haben wir das zu verdanken. Schöne kleine Kapelle. Sehr schön. Da kann man ruhig mal anhalten, ne?